Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum nächsten Part von Botanica 1, Reise ins Unbekannte. Und ja, wir haben jetzt zu Ian gefunden. Der hat uns einiges erzählt, dass er Unterricht beim unserem Vater gemacht hat und nun auch hier auf dieser Insel auf Botanica feststeckt. Aber er möchte zurück zu seiner Tochter Hannah. Und das wollen wir ihm doch natürlich auch verschaffen, denke ich mal. Und jetzt müssen wir in diesem Minispiel quasi hier diesem Bild die Ranke nachmachen. Das könnte jetzt schon mal hinhauen. Ich klicke mal trotzdem noch weiter durch. Ich glaube, das ist richtig. Das ist, könnte weiter richtig sein. Glaube, dass das hier richtig ist. Drei Stück müssen es sein. So, dann die Blüte auch anders. Jawohl. Da haben wir noch die süßen Beeren nochmal. Elorus Broco. Panda-Waschbär. Eine Mischung aus Panda-Bär und Waschbär, okay. Reich Animalia. Stamm Chordatiere. Domäne Mammalia. Bevorzugt Eicheln. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir den Lappen. Was ist das hier? Oh, ein kleiner Hinweis. Sonst ist hier nichts, oder? Nö. Okay. Dann können wir ja nach da. Dann haben wir das schon mal geschafft. Still no sign of the Outlander? All right, let's get moving. The Queen will want a full report. Ja, zurück zum verlassenen Dorf. Okay. Soldaten. Ich zittere immer noch. Beim Pfad traf ich auf einige Soldaten. Sie trugen antike, wirkende Rüstungen. Fast wie griechische Soldaten. Zum Glück habe ich mich schnell genug geduckt, bevor sie mich sehen konnten. Sie erwähnten, dass sie nach einem Fremden suchen. Suchen sie nach ihren oder nach mir? Ich weiß, dass Königin Sandra alle Neuankömmlinge verfolgt, doch sie können doch eigentlich nicht von mir wissen. Ja, eigentlich. Ohne schon mal diese Pflanzen da unten hier. Und hier. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das sind Ostereier. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja der Osterhaseninsel hier. Botaniker, okay. Hier ist ein Schlüssel. Nochmal so ein Schmetterling. Den klicke ich natürlich an. Hier sind Gelbnüsse. Der Stier. Ich habe den Stier gefunden, vor dem Sam mich gewarnt hat. Sein Fell ist tiefblau und er sieht geradezu märchenhaft aus. Ich sollte mich lieber von ihm fernhalten. Zum Glück habe ich heute nichts Rotes an. Direkt vor dem Stier steht ein Baum, an dem leuchtende Gelbkokosnüsse wachsen. Das sind die Früchte, die in den Zeichnungen mit der Formel zu sehen sind. Ich brauche die Früchte, um die widerspenstigen Ranken zu entfernen. Doch wie gelange ich daran? Ja, da haben wir noch den Stier hier. Hyacinthotaurus. Blauer Stier, Reich Animalia, Stamm Chordatiere, Domäne Säugetiere. Ausgeprägte Reaktion auf die Farbe Rot. Ist ja Standard bei einem Stier. Aber wozu ist der Schlüssel? Zum irgendwas zum Aufschließen. Wahrscheinlich die Werkzeugkiste.
Bei ihren. Glaube ich. Kriegen wir einen Hammer? Voll ist ja voll Hammer, Baby. Wir kriegen bloß einen Hammer. Kann ich die Pfeile... Okay, die Pfeile kann ich nicht rausziehen. Warte mal. Zurück. Nochmal ein Stück zurück, wo der Ellie ist. Die riesige Libelle. Da war doch diese Kiste. Und da finden wir diese komischen Früchte und ein Feuerzeug. Was sind das für Früchte? Rote Früchte. Okay. Dann kann ich ja eins und eins zusammenzählen. Dass wir... Wir haben ja auch dieses weiße Tuch gekriegt. Dass wir hier... was kochen müssen. Wie soll es einfärben? Na komm, hack mal... Ach, ich darf hacken. Juhu! Ja, wow. Das ist vor der Seite so... So, jetzt lass mir raten. Jetzt noch das hier. Rotes Tuch. Alles klar. Das muss doch bestimmt so duften mit diesen Wildfrüchten. Da ist wieder so ein Schmetterling. Den klicke ich natürlich gleich wieder an. Ich muss ja sagen, ich will ja nicht einfach durch die ganzen Maps einfach durchrennen. Schaut euch mal die Animation hier an. Diese Blüten, diese Samen, die hier hochfliegen. Diese Rotoren hier, da. Da rennt eine Echse hier hoch. Da seht ihr die nochmal. Wie die Sonne hier durchstrahlt. Wie sich die Liane hier bewegt im Wind. Hier die Büsche auch. Das ist so schön animiert. Okay, kann ich den reinhämmern? Und ganz ehrlich, wer behauptet, Wimmelbildspiele wären langweilig, der hat einfach keinen Geschmack. Okay. Das wandert in unseren Koffer. Ach du Schande, ein Gewichtsspiel. Klicke auf zwei Früchte, um sie zu vertauschen. Die vertikalen Balken dienen als Gewichtsanzeige. Auf jede Waagschale muss sich das gleiche Gewicht befinden. Denn, oh, Schluck auf. Hoppala. Jawohl. Und das ist auf Experte. Ich dachte, das wäre übelst schwer. Was ist das? Rankenvernichter. Ah, okay. Dann können wir ja zurückkehren zu Sam. Wow, you did it, Ellie. The spare parts must be in there. Oh no, the sun is setting. I need to find Eddie and prepare him for flight. Could you find the parts instead? I'll see you on the steamboat, Ellie. Yep, Sam. Alles klar. Sam weiß Gamgee. Oh, uff. Kann ich diese Kiste einsatz nicht ablegen, damit ich weiß, wonach ich suchen. Ja, ja. Uff, das wird funny, honey. Wo kommt das hin? Kommt das hier hin? Irgendwas fehlt doch noch.
Ist hier irgendwo ein Hammer, dass ich aufschließen kann? Ich klicke ein bisschen rum, das ist aber aus Verzweiflung. Ja, okay, wie kriege ich denn das jetzt? Oh. Da haben wir auch die Ersatzteile. Also das Brecheisen habe ich da oben echt nicht gesehen. Ich war entweder war ich müde oder ich war blind. Ich glaube beides. This is exactly what we need. Now we just have to return them to the boat. Mind giving me a hand? Wow. Aber ich bin doch eine Frau, ich kann auch nicht mit Technik. Yes, it works. Let's get moving before the night patrols catch us. Are you ready to explore Botanica, Ellie? All aboard! Ja, hup halt noch, dass die uns hören. Das Dampfschiff. Aber mal ganz ehrlich, er sagt, wir sollen uns beeilen, damit uns die Nachtpatrouille nicht holt, ja? Warum hupt denn der dann noch? It's nice to have you here, Ellie. We're on our way to the first spore site now. What's that noise outside? Ellie, could you go take a look at the periscope and see what's going on? We've been spotted. Cassandra's warriors are about to intercept us. Ellie, quick, hide. Cassandra can't know about you. Sam, go and get help. I'll keep the research out of sight. I've heard reports of an Outlander who claims he is from the land called Earth. Is it true? What do you know about the portal? I don't know what you're talking about. I'm just a simple villager. Nonsense! You cannot fool me. I will use that portal, and you will help me find it. Guards, take him to the capital. The rest of you search the ship. Take everything related to Earth. If you find anyone, take them as well. Ich glaube mein Blick hat gerade Bände geschlagen, oder? Ich meine, wie gesagt, sie will sich die Erde einverleiben, die Königin Cassandra. Bedenkt mal, wir haben Pistolen, Maschinengewehre, wir haben Granatwerfer, Raketenwerfer, Flammenwerfer, C4, Atombomben. Und das dagegen will sie jetzt anhalten mit Speeren, Schwerter und Pfeil und Bogen? Das wäre so oder so ein Reimfall gewesen.
Ja, ach nee, jetzt erstmal ein Schieberätsel, wa? Ja, okay, da müssen wir noch was gucken. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ah, da unten ist das. Ja, mit einem Eifer. Ach, du bist doch eine dumme Kuh, ey. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, und das hören die nicht. Nö. Irgendwann später. Psst, are you there? There you are. The coast is clear. It's time to come out. Come on, let's go. We're in trouble. Cassandra's warriors took Ian to the capital. I think Cassandra's also looking for Earth. Did you see where Ian hid his research? We should find it and place it back on the desk where it belongs. Ja, das habe ich tatsächlich gesehen, wo er das hingetan hat. Und ich habe schon Angst vor diesem Minispiel, ganz ehrlich. Davon muss ich wieder so einen Screenshot machen, Freunde. Wie beim letzten Mal. Einen Moment. Zum Glück habe ich ja das Snipping-Tool. Ich glaube nicht kaum, dass sich die gute Ellie das als Notiz irgendwie da beim Rätsel dahin schmeißen lässt. Hier muss ein Ian seine Recherchen versteckt haben. Okay, schauen wir mal so. Ganz. Und dann wieder so. Dann einmal ganz, Spalt, X ganz. So, jetzt auf der Seite noch. Das muss ganz sein. Dann ein Spalt. Dann so. Dann wieder ganz. Spalt. Ganz. Spalt. Spalt. Ganz. Spalt. Ganz. Jawohl. Die erste Spore befand sich unter der Tage an einem Ort voller Erz und Mineralien. Ich tippe auf die Berge in der Nähe von Neustein.
We're in trouble. Cassandra's. Ja, ja, bla 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 bla. We're in trouble. Du hast einen Sprung in der Schüssel, mein Freund. We're in trouble. Jetzt sagt er, da war er die ganze Zeit dieselbe Grütze. Kann ich mich irgendwie umdrehen? Nö. Außer, dass ich aus dem Spiel rausklicken kann. Das kann ich. Hier. We're in trouble. Halt die. We're in trouble. We're in trouble. Mama, mama, mau. Und jetzt kann ich. Jetzt kann ich das hier nicht mehr verlassen, oder wie? We're in trouble. Ich. So. Aquax, eine Siedlung, die auf einen See erreicht wurde, begleitet von Gustav, einen guten Freund. Die Hauptstadt von Heimat von König Cassandra und ihre Gefolge, ich sollte einen Bogen um darum machen. Schwebende Steine von überall in dieser Gegend Portalinges zu sehen. Was ist da oben? Ein verlassenes Dorf, Menschen wandern weiter, wenn Rohstoffe knapp werden. Und es sind Soldaten, die Gegend heimsuchen. Neustellen, Selmsdorf, alle außer Cassandras Soldaten wohlgesonnen. Okay, und was soll ich jetzt hier machen? We won't get very far while our periscope is broken. We'll need to replace the lenses and calibrate them here. Can you help? Na klar, Sammy Boy. Aber das und vieles mehr erst in der nächsten Folge von Botaniker 1, Reise ins Unbekannte. Bis dahin, gehabt euch wohl und Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen, Reinklicken und so weiter. Tschüss.